Herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge Erfolg braucht Verantwortung. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Wir kennen das in unserem Alter, in unserem Alltag, nicht in unserem Alltag. In unserem Alltag kennen wir das Hektik um uns herum. Und wenn mein Gesprächspartner auf die Bühne geht, dann fängt er meist mit einem Satz ein, der so eine klare Botschaft hat, die Stille ist immer da. Nur oft hören wir die Stille nicht, weil sie drumherum von Geräuschen, von Hektik umgeben ist. Und ich hier habe jemanden, Raja Fischer, die Exzellenz der Entspannung. Herzlich willkommen, Raja. Moin Udo, grüß dich. An dem Moin hört man, dass es nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern dass es eher etwas mit Hamburg zu tun hat. Denn Raja sitzt in Hamburg, mein lieber Raja. Genau, gebürtig. Gebürtig. Und du hast eine ganz bewegende Lebensgeschichte hinter dir. Man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Also, da gibt es noch andere Wurzeln. Du hast indische Wurzeln, soweit ich weiß. Dein Papa kommt aus Indien, die Mama hier aus Deutschland. Aber deine Kindheit, die hast du in Hamburg verbracht und die war nicht immer so ganz einfach, oder? Nö, das kann man so sagen. Jeder hat seine eigene Geschichte und meine ist halt ein bisschen anders. Aber am Ende des Tages ist ja immer das, was man draus macht. Genau, ich bin hier in Hamburg geboren und habe eine sehr wilde Kindheit genossen mit vielen Künstlern, sehr politisch, Hafenstraße, Reservate. Und dann irgendwann ja, bin ich dann ins Heim gekommen, weil die Mutter nicht mehr die Verantwortung übernehmen konnte aufgrund einer schweren Krankheit. Und bin dann mit 8 Jahren auf St. Pauli ins Heim gekommen. Genau, und das kann ich bis heute sagen, ist eine gewisse Form von, ja, Rettung, oder ist immer die Frage, nimmt man das an? Die Chance, die sich dann halt auch ergibt, und erkennt man das. Und dafür bin ich natürlich auch dem Träger und der Institution sehr dankbar, dass ich dort mal eine gewisse Ordnung im Leben, das sich eingestellt hat, ne? Wie Hausaufgaben zum Beispiel machen. Ne? Und Vorher nicht Hausaufgaben machen. dein Papa hat aber sehr früh die Verantwortung schon abgegeben, oder? Der hat Genau, sich mein. zurückgezogen, hat gesagt, na ja, ganz schön, aber nee, nichts für mich, oder? Ja, das hat natürlich auch immer so kulturelle Eigenschaften. Mein Vater ist Inder gibt ja unterschiedliche Kasten dort, und ist eine sehr hohe Kaste. Und da ist es so, dass man sich nicht mischt, ne? In der Zeit, also in den 70ern. Ne? Also man mischt sich nicht mit anderen Kulturen. Und da wurde er von einer Entscheidung getroffen und hat sich halt für die indische Kultur entschieden. Und genau. Und das ist auch okay. Das ist ja sein Leben und nicht meins. Und von daher ist es natürlich auch ein Prozess gewesen für mich in meiner Findung. Ne? Vor allen Dingen in der Mensch. Und du hast aber deine Erfüllung gefunden im Sport. Du hast viele, viele Jahre lang Kampfsport praktiziert. Was für einen Kampfsport hast du praktiziert? Ja, ich habe, das ist so der, sag ich mal, der Anker gewesen. Ne? Viele Menschen haben ja gar keinen Anker mehr, auch vor allem in den jungen Jahren. Und irgendwie, ja, der Sport war immer die Rettung. Und obwohl die Mutter gesagt hat, okay, ich möchte eigentlich, dass du Musik machst. Und Machst du ja heute, kommt vielleicht sollten wir schon jetzt. voran. Und genau, ich habe viele Jahre sehr intensiv Taekwondo gemacht und Thai-Box. Also sehr, sehr exzessiv, auch bis zu meinem Einschnitt im Leben habe ich dann doch sehr, sehr intensiv Sport auch gemacht. Ne? Und auch Meisterschaften, Wettkämpfe, Medaillen und all das, was so dazugehört im Leistungssport. Genau. Spannend. Ich habe ein paar Jahre Karate, Wado-Ryu Karate praktiziert, aber nicht so exzessiv und noch Sanshin, eine Selbstverteidigungstechnik. Aber meine Tochter, die hat es bis zum ersten Dan in Taekwondo geschafft. Und Ja, schön, toll. das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, das Entscheidende bei diesen Kampfsportarten, besonders bei den asiatischen Kampfsportarten, dass du ja etwas lernst fürs Leben. Und es geht nicht darum, jemanden umzuhauen, sondern es geht Achtung, darum Achtung zu haben, Respekt zu haben, Würde,
würdevoll miteinander umzugehen, denn du weißt gerade im Wettkampf, wenn ich dem eine bösartig reinhaue, dann bekomme ich bösartig eine rein. Also es ist nicht so wie der Boxkampf, den vielleicht einige gesehen haben, auf Netflix hat das ja nicht so funktioniert, der Boxkampf, den letzten von Tyson, wo es einfach darauf geht, wie eine Show aufeinander einzuprügeln. Darum geht es bei Taekwondo nicht, sondern es geht auch um die Achtung und es geht auch um den Respekt. Oder wie hast du das gesehen damals? Ja, also das ist ja immer in allen asiatischen Kampfkünsten, geht es immer um einen Weg, ne? Es geht immer um das Do. Und ja, das ist halt das Allerwichtige. Also das Allerwichtigste, um das halt auch zu verstehen. Und gleichzeitig ist es ja auch immer eine Form von Disziplin, von Respekt. Sich auf gewisse Prüfungen zum Beispiel vorzubereiten. Und das ist dann am Ende des Tages auch eine Charakterschulung. Also der Charakter wird geschult. Und das ist natürlich das alles Entscheidende, würde ich, sage ich mal, aus meiner Erfahrung sagen, regelmäßig irgendwo hinzugehen, ein Ziel zu haben, sich wieder auf etwas vorzubereiten. Zu lernen, zu trainieren. Das ist wie in der Schule. Das A schreiben, das B schreiben und so lernt man halt dann die gewissen Techniken, um sie zu perfektionieren. Aber das Allerwichtigste, was meine Erkenntnis ist, es geht nicht ums Kämpfen. Ne? Also es geht nicht ums Kämpfen, vor allen Dingen im Leben. Das Leben ist kein Kampf. Richtig. Und dein Weg, dein Do, der war ja zunächst ein sehr traditioneller. Du hast eine kaufmännische Ausbildung hinter dich gebracht und die hast du nicht nur hinter dich gebracht, sondern mit einer Note 1 und das will schon etwas heißen und daraufhin bist du dann auch Vertriebsleiter gewesen. Nimm uns mal ganz kurz mit, was waren da deine Aufgaben, was hast du gemacht? Ich glaube, du hast den Umsatz eines Unternehmens dramatisch in die Höhe getrieben. Was war dein vorheriges Leben? Okay, also in meinem vorigen Leben war ich im Vertrieb, also in dem ersten Unternehmen, ist ein Unternehmen gewesen, was sich auf Weiterbildung im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Also so für Heimleiter, Pflegedienstleitung. Und das Tolle war, dass die Leute das praktisch über sehr wenige Präsenztage von zu Hause aus lernen konnten. Und mit einer Förderung, mit einem Meister-BAföG, so. Und bin dann in dieses Unternehmen gekommen und hatte das Unternehmen ungefähr einen Jahresumsatz von 200.000 Euro. So, die hatten schon ein ganz gutes Produkt und noch eine ganz gute Idee. Und dann ist halt Herr Fischer gekommen und hat sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, okay, also so und so, also lass uns das nochmal so machen, lass uns gewisse Prozesse verändern. Und natürlich dann einfach auch über den Willen des Verkaufens. Nach einem Jahr war dann der Umsatz bei 1 Million. So, ne? Also ich habe da dann ordentlich auch verkauft und wir haben eine neue Webseite gemacht und die ganze Webseite neu strukturiert, so dass halt dann auch die Conversions-Rate steigt und die Lead-Generierung und all das. Also das ist ja heutzutage gang und gäbe. Und damals war das noch sehr innovativ, das halt auch zu implementieren und zu verfolgen, um dann natürlich auch das Nachfassen, ne, um dann zum Abschluss zu kommen. Und das habe ich dann halt sehr erfolgreich umgesetzt und dann war es so, dass die Firma halt ohne Ende wuchs, immer mehr. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass mehr Mitarbeiter eingestellt worden sind und mehr Verkäufer. Und dann ging es auf einmal auf 2 Millionen. So, also es war unglaublich. Der ist dann auch ein bisschen durchgedreht, der Chef. So, weil es ein Unternehmer war mit einer Idee und der konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Und am Ende des Tages, ja, ist er letztendlich an sich selbst gescheitert, weil er den Erfolg, er konnte den nicht mehr halten. Ja, das ist, wenn dann auf einmal da 2 Millionen und der denkt, der ist im Schlaraffenland, ja. Die Firma ist dann, also wir haben uns dann auch getrennt, weil das einfach nicht mehr ging und bin dann als Vertriebler bei Georg Kofler gelandet, für einige bekannt aus der Höhle des Löwen.
Und habe dort dann, war ein no komplett neues Metier und ein neues Produkt, Strom und Gas für Großkunden. Also das heißt, wenn große Unternehmen halt viel Strom verbrauchen, hat man dann eine Ausschreibung gemacht, um zu schauen, okay, wie ist Ihr aktueller Strompreis? 1 Million. Okay, wir können Ihren Strom für 900.000 neu beschaffen. Wie sieht es aus? Wollen Sie mit uns abschließen oder mit Ihrem aktuellen Versorger? So, und darauf gab es dann DB-Deckungsbeitrag. Und das lief dann irgendwie auch erstmal so ein bisschen schleppend, aber es kam dann so in die Gänge. Und dann irgendwann habe ich da dann gemerkt, in der Mitarbeiterbesprechung, also im Team, es war dann so wirklich wie im Film, der Junge aus St. Pauli ist auf einmal in so einem Aktienunternehmen, heute Hannover, München, Frankfurt, ja, und immer irgendwelche Schulungen. Und habe irgendwie gemerkt, dann in so einem Mitarbeiter oder in so einem Meeting, wo sich meine Kollegen über ihre neuen Autos unterhalten, also über die zukünftigen Autos. Ja, ich hole mir jetzt 3,2 Turbodiesel und mit Lordosesitz und absolute geilsten Scheinwerfer. Und jetzt kommen noch 20 Zoll Felgen drauf. Und ich saß da irgendwie und ich habe gesagt, Ratscha, das ist doch nicht das, was du in deinem Leben willst. Also du willst dich doch nicht darüber identifizieren und unterhalten, was in den nächsten 2 Jahren wieder praktisch dein Auto ist. Und da war dann für mich eine ganz bewusste Entscheidung, mich für etwas anderes zu entscheiden. Und das habe ich dann gemacht. Habe neben der Arbeit ja immer mich für Gesundheit interessiert und durch den Sport dann auch mal eine Massageausbildung gemacht und habe dann gesagt, hey, du schmeißt jetzt alles hin, du fängst neu an und machst eine Praxis auf für Massage, so Körperarbeit. So, und das habe ich dann hier auch gemacht, im Hamburger Westen, in den Elbvororten, und die lief auch sehr gut, weil man hatte ja diese Erfahrung aus bisschen Marketing und Vertrieb, Natürlich. und das war wirklich, also ging stetig, ja, permanent nach oben. Und man dachte so, wow, so jetzt, du bist an deinem Traum, so du bist selbstständig, du hast halt irgendwie ein gutes Einkommen. Und dann passieren halt Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das ist ja auch ein Verständnis, dass uns ja nichts gehört. Nur unser Leben gehört uns. Weil jeden Tag, jede Sekunde kann sich etwas verändern. Und das ist bei dir passiert. Es passierte etwas sehr Dramatisches. Und da wirst du uns jetzt mitnehmen, was das mit dir gemacht hat und was das war. Genau, also ich habe dann aus dem Nichts heraus eine Hirnblutung erlebt im Hirnstamm, also nicht irgendwo im Gehirn, sondern praktisch in der Schaltzentrale, habe ich eine Hirnblutung erleben dürfen mit einer kompletten Halbseitenlähmung. Also das heißt, wenn man vorher dreimal die Woche Sport macht und Leistungssportler gewesen ist und sich praktisch über den Körper ja auch identifiziert, und auf einmal kannst du dich in deinem Körper nicht mehr bewegen, kannst nicht richtig sehen, nicht richtig sprechen, dann liegt man erstmal dort und weiß gar nicht, was mit einem passiert. Und genau, das war dann ein ganz, ganz großer Einschnitt in meinem Leben, wo ich selber nicht gedacht habe, okay, also ich habe es ja schon ein bisschen schwieriger und habe viel Verantwortung auch tragen müssen für meine Mutter, da ist halt in so einem Gesetz gewesen. Das heißt, wenn eine Person halt im Elternteil es nicht gut geht, dann ist das Kind verpflichtet, für das Elternteil zu sorgen, finanziell. Das wurde erst jetzt 2020 wurde dieses Gesetz geändert. Das heißt, und das ist der größte Druck oder die größte Verantwortung in meinem Leben gewesen, schon als Kind, das nennt man dann ja die Parentifizierung, auch finanziell, also das heißt, von meinem schönen Vertriebsgehalt, ja, kam dann der Staat und hat gesagt, ja, aber entschuldigen Sie, Ihre Mutter ist im Heim und jetzt müssen Sie halt einen gewissen Betrag abgeben und für dich als Person bleibt dann 1.400 Euro übrig. So. Und das macht natürlich was mit einem. Also das heißt, man hat schon eine gewisse Startschwierigkeit. Man geht nicht auf St. Pauli in eine andere Richtung, sondern bleibt straight. Und
Und das war einfach dann im Leben zu viel. Da hat der Körper halt einfach gesagt, er kann nicht mehr, kann das nicht mehr aushalten und hat sich einfach ein Ventil gesucht. Hat einfach gesagt, so Raja, jetzt machst du mal eine Pause. So, Da war es geht wieder eine nicht Pause. mehr. Okay, ja, alles da, Ja, dramatische Pause. so. Und das war mir schon sofort klar, wie ich dann da im Krankenhaus lag, woran und womit das halt zu tun hat. Und dann geht es halt, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich mit Entscheidungen oder mit Erlebnissen um, die mir als Person, als Mensch ja sich treffen? Ich könnte sagen, da diesen Schicksalsschlag oder, na, oder das Ereignis. So, und ich lag da, das Einzige, ich kann jetzt da noch gegen so toll, wie es jetzt ist oder nicht ist, ich kann ja nichts machen. Ich kann jetzt da rumschreien, ich kann in Selbstmitleid verfallen. Das bringt ja alles nichts. Sondern wenn, das weiß man ja dann auch, es geht dann über eine Annahme. Und ich habe es dann angenommen. Und Also die Annahme hat dir sozusagen die Kraft gegeben, wieder zurück ins Leben zu sagen, okay, das ist das große Problem, was viele haben, die Diagnose Krebs bekommen. Die wollen kämpfen und die sagen, um Gottes Willen, ich muss diesen Krebs darauf haben. Und wir beide sind ja ein bisschen medizinisch vorgebildet und wir wissen, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist die Annahme zu sagen, okay, du bist in meinem Körper. Jetzt müssen wir schauen, wie wir beide miteinander umgehen. Und das ist wichtig, das anzunehmen und etwas daraus zu machen und dem Krebs dann zu zeigen, du hast hier eigentlich nichts zu suchen, also bitte mach dich wieder vom Acker, sozusagen. ja, genau so. Also so kann man das auch beschreiben. Und dann liegt man dann halt auf einmal irgendwie im Rollstuhl, kann sich nicht bewegen, kommt in eine Reha. Und nun war ich auch in einer ganz guten körperlichen Verfassung. Und dann gab es noch so ein paar andere, sage ich mal, Therapien, die ich mir selbst gesucht habe, die würde ich einfach sagen, die mir dann einfach sehr geholfen haben. Ne? Wenn ich mich jetzt nur auf praktisch das Wissen, was mir dort gegeben worden ist im Krankenhaus und auf die Therapien, dann muss man ehrlich sagen, das hätte das nicht gebracht. Ja, aber ein ganz entscheidendes werde ich nie vergessen. Also ich lag dann da so im Krankenhaus und dann kam der Chefarzt kam da rein und so, ja, schönen guten Tag, Herr Fischer und so, ne? Und Sie werden ja jetzt entlassen, Sie kommen ja in die Reha. Ja, und dann meinte ich so, haben wir gesprochen, ja, wie lange wird denn das? Man meinte so, ja, wie lange glauben Sie denn, wie Sie brauchen? Ich so, ja, in 6 Monaten bin ich wieder draußen. Also in 6 Monaten geht das wieder, ne? Ja, also pendeln Sie mal ein paar Jahre ein. Und ich so wie ein paar Jahre. Und das hat es dann natürlich auch gebraucht. Man muss ehrlicherweise sagen, ich bin dann im Rollstuhl rein und habe dann halt sehr, sehr schnell Fortschritte gemacht. Und die Leute da in der Reha, die konnten das auch nicht glauben. Also ich habe auch immer wieder extra Schichten geschoben, ne? Also immer das, was die Therapeuten mir dann, habe ich dann nochmal 3 Stunden nachgeschoben. Ne? Also immer noch fleißig an mir selbst gearbeitet, um dem Körper also wieder so schnell wie möglich im Gehirn neue Synapsenverschaltungen halt zu ermöglichen und konnte dann doch auf 2 Beinen dann wieder raus, also gehen. Das habe ich dann wieder geschafft, aber es hat dann sehr viele Jahre gebraucht, bis ich praktisch wieder leistungsfähig bin, um eine eigene Selbstständigkeit auch zu tragen. Ne? Und da hatten wir dann natürlich dann auch, war dann noch mal 3 Jahre auf einer Heilpraktikerschule, da sich dann noch mal mit dem neuen Lernen, also dass das Gehirn noch mal wieder neu lernt zu lernen, das war auch natürlich noch mal ein ganz entscheidender Ich glaube, das sollten wir Faktor. unseren Zuhörern und Zuschauern an dieser Stelle mitgeben. Das ist ganz wichtig, um das zu überwinden, brauchst du Fleiß. Verantwortung übernehmen und Fleiß. Etwas extra zu tun, denn von alleine läuft das nicht.
Und nur zu sagen, naja, irgendwie wird es schon werden, das ist nicht das Richtige. Es gibt ja auch viele Beispiele, Joe Dispenza zum Beispiel, die sagen, also durch deine mentale Einstellung kannst du viel, viel mehr bewirken, aber du musst eben halt auch was tun. Und du hast sehr, sehr viel mehr getan, als vielleicht andere getan hätten, eben gesagt, oh Gott, das war es aber anstrengend. Und du hast immer noch die Schippe drauf getan. Und nur wenn du die Schippe drauf tust, dann kommst du halt schneller zum Erfolg. Und dann wird dieser Genesungsprozess auch schneller vonstatten gehen. Das ist richtig. Ja, da gab es einen, der hat einfach so weitergemacht im Krankenhaus. Ne? Ja. Werde ich nie vergessen. Also der, ja, also weiß nicht, ob der noch lebt oder so, aber das war krass. Der ist einfach wieder rausspaziert und der macht einfach weiter. Okay. Das Auch war eine Art so. damit umzugehen, ganz klar. Genau, ne? Richtig. Aber es Manche hat ja immer einen Grund, Udo, fragen. ja. Also wenn man das aus einer höheren Weise betrachtet. Und es gibt nun mal eine höhere Instanz, da kommen wir nicht drum herum. Und das kommt ja. Also wir haben ja mit unseren Handlungen, mit unseren Erlebnissen, ziehen wir etwas an. Ja, also das heißt, wenn ich 5 Telefonanrufe mache am Tag oder ich mache 500. So, das ist eine ganz einfache Regel. Und auch wenn ich gewisse Dinge tue oder gewisse Dinge erlebe und aus gewissen Handlungen folge, dann ziehe ich es irgendwann automatisch zu mir an. Und dann ist es immer die Frage, weil es ist ja mit allem, auch aus einer Niederlage im Sport, ist es ja so, es ist ja eine Chance. Nutze ich die Chance oder mache ich einfach weiter so? Und das liegt dann in jedem Einzelnen. Nutze ich die Chance, die sich mir ergibt? Und da trennen sich halt bei ganz vielen, wie du auch sagst, merke ich ja immer wieder, wollen sie? Ist der Wille wirklich da? Will ich oder will ich einfach so weitermachen? Und du hast die Chance genutzt und machst heute etwas ganz anderes. Du gibst also deine Erfahrung sozusagen im Bereich der Resilienz, der Entspannung weiter. Was hast du aus diesem Ereignis mitgenommen, was du anderen weitergibst und woraus das entstanden ist, wo du heute so großartige Performance auf der Bühne machst? Naja, es gibt ja zwei Lebensprinzipien. Es gibt einmal die Anspannung und dann gibt es die Entspannung. Da wir hier im Westen oder auch in der Wirtschaft im Höher, schneller, weiter Modus leben, und das habe ich ja auch im Vertrieb, ja, also nichts ist so uninteressant wie die Zahlen von gestern. Und das heißt immer weiter, immer höher. Noch mehr und noch mehr und noch mehr Umsatz und wir müssen noch mehr und wir müssen noch und noch und noch mehr. Das ist entgegengesetzt na der Natur. So wie deine Bäume da hinten. So und oder deine Blumen. Ne? Also es braucht ein Gleichgewicht. Die Entspannung ist genauso wichtig. Aus meinem Leben war ich ja permanent in der Anspannung. Das heißt, von der Kindheit auf immer unter Stress, im Sport immer höher, schneller, weiter, im Vertrieb immer höher, schneller und weiter. Und obwohl ich das Wissen hatte von Yoga und Meditation, hat es mich trotzdem erwischt. Und ein Bewusstsein zu schaffen, und das ist das, was mir so am Herzen liegt oder was ich versuche zu vermitteln, dass die Leute wieder ins Fühlen kommen. Dieses, was bedeutet denn überhaupt Entspannung? Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Und es ist nicht Flasche Rotwein am Sonntagabend und ich schaue mir dann Tatort an. Das ist keine Entspannung, sondern bewusst sich Zeit zu nehmen, um runterzufahren. Und jeder Profisportler weiß das, dass die Regeneration genauso wichtig ist oder wenn nicht noch wichtiger. Ne, die deutsche Nationalmannschaft, die benutzen den Flieger, weil sie 20 Minuten fliegen, anstatt 2 Stunden im Bus zu sitzen. Ja, wegen der Belastungsgrenze. Also, ne,
Nur man muss jetzt nicht so, was heißt muss, wir wollen das jetzt nicht übertreiben, sondern jeder ist ja dann am Ende des Tages auch selbst dafür verantwortlich. Aber es in meinen Trainings oder in meiner Bühnenperformance geht es dann immer darum, in das Fühlen zu kommen, das Erleben, dass der Mensch mal wieder, ich darf auch mal loslassen, ich darf mal wieder zu mir kommen, ich darf mal spüren, ich muss nicht immer in dieser Spannung sein, ja. Und ist das, was ich tue. Und das ist eine wirklich sehr, sehr starke Sehnsucht, merke ich immer wieder bei den Menschen und vor allen Dingen auch natürlich jetzt durch die Zeit, die wir in den letzten Jahren ja auch durchgemacht haben, dass es ja umso wichtiger ist, weil in Hamburg haben wir 250.000 Menschen, die depressive Erkrankungen und Erscheinungen, ja. Das ist ja fast jeder Vierte. Und ich darf das mal unterstützen aus meiner Sicht der Dinge, wenn ich dich erlebe bei der Nacht der Reden. Man muss mal wissen, diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen, die Nacht der Reden, da gibt es mittlerweile auch in vielen anderen Städten, da treten immer vier Redner aus und wir haben zwei Performer wie dich, Raja, und noch einen anderen Musiker, die das Rahmenprogramm gestalten. Und ich durfte das letzte Mal sprechen zu einem Thema Hoffnung gegen Hass, die Kraft des positiven Denkens. Und natürlich bist du als Redner, wenn du zigmal auf der Bühne gestanden hast, schon etwas aufgeregt. Und dann startet der Abend mit Raja. Und wenn der Abend mit Raja startet, dann hast du die Möglichkeit, runterzukommen. Einfach runterzufahren, zu entspannen. Und das, was dir als diese Aufgeregtheit vielleicht als in der Performance entgegensteht, runterzufahren. Und es wandelt sich diese Aufgeregtheit in eine Selbstsicherheit, in diese entspannende Phase. Und du sagst, ach, wunderbar, ich darf jetzt hier vor Menschen sprechen. Und du machst das so wunderbar, dass die Menschen aus dem Hektik, aus der Hektik des Alters die Gelegenheit haben, wieder ein wenig in sich zu kehren mit ruhigen Worten, mit Suggestionen und du bist dann ganz anders drauf. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Wir müssen öfter mal innehalten im Leben und von dieser Hektik wegkommen. Und das machst du auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Und natürlich auch in deiner Praxis, glaube ich. Da hast du auch viel mit Menschen zu tun, die zu dir kommen und sagen, irgendwie geht es hier nicht so richtig weiter, oder? Ich habe hier in Hamburg, Ottensen, habe ich eine Praxis. Also habe ich irgendwie ganz, kam dann auch auf einmal so, wow, ist ja ein ganz tollen Spot bekommen. Und in meiner Praxis kommen Menschen, die halt Stress haben oder Fragen haben zum Leben oder zu ihrer Krankheit. Und ich begleite sie ein Stück. Ja, ich mache es praktisch wie ein Spiegel, was für Möglichkeiten in ihnen schlummern, um ihre eigene Energie wieder anzuzapfen. Also, dass sie aus sich selbst heraus wieder in ihre praktische, in ihren inneren Arzt kommen. Weil es liegt ja an jedem Menschen angelegt. Und da ist dann die Frage, wie ist das Bewusstsein und wie ist der Wille, um wieder in eine eigene Kraft zu kommen. Weil das Feld ist dann gestört. Und hier in der Praxis behandle ich dann entweder auf der körperlichen Ebene oder mit Klang oder im Gespräch und begleite sie dann wieder, dass sie in ihre Kraft kommen. Und genau, das ist meine Arbeit hier. Und etwas anderes spielt ja noch eine wichtige Rolle, wenn du nicht nur auf der Bühne bist, sondern das ist das Thema Musik. Aber Musik eingeschränkt auf den Klang. Du hast ein Klangorchester. Nimm uns mal mit, was hat es mit diesem Klangorchester auf sich? Was macht ihr dort? Ja, also Klang ist sehr universell und viele Menschen se sehen im Klang in der heutigen Zeit immer zum Beispiel sowas da im Hintergrund, so eine Klangschale. Ah, machst du irgendwas mit Klangschale? Ja, das ist so das, was jetzt so mehr und mehr in das Bewusstsein auch hineinkommt. Und Albert Schweitzer, oder nee, Albert Einstein, nicht Albert Schweitzer, Albert Genau. Einstein hat damals ja schon gesagt, dass die neue Medizin die Medizin der Frequenzen ist. Und wenn man jetzt immer mehr sich auch mit Medizin beschäftigt, weiß man, und es gibt immer mehr Studien, wie zum Beispiel Frequenzen und Klang auf den Körper wirken.
Ja, weil wir haben über das Herz ein bioelektromagnetisches Feld. Das heißt, wir sind Sender und Empfänger gleichzeitig. Und so wie einige Menschen mit AC/DC in Resonanz gehen, oder einige gehen halt mit Brahms in Resonanz. So. Und das macht etwas mit uns. Jetzt wissen wir aber, dass es eine harmonische Ordnung im Universum gibt. Und wir als Wesen sind Teil dieser harmonischen Ordnung. Und wenn wir jetzt praktisch irgendwo hingehen, wo eine gewisse Schwingung permanent Stress erzeugt, dann fühlen wir uns irgendwie auch gestresst. So gibt es neue Berufe, die zum Beispiel Waldbademeister sich nennen. Er kommt aus Japan. Um im Wald ist die Schwingung und die Frequenz anders. Kann man automatisch spüren. Ja, Tiere zum Beispiel reagieren sehr extrem auf Felder oder auch auf Frequenzen. Und so gibt es gewisse Klänge oder auch Frequenzen, die etwas Harmonisches in unserem Körper auslösen. Die gehen mit unserem Feld über das Herz in Resonanz. Wir können das gar nicht irgendwie beschreiben, warum. Wir nehmen es unmittelbar wahr, weil wir über die Welle, über das Herz sofort darauf einschwingen. Und dann macht das was mit uns. Und es gibt ja auch unzählige Studien, dass sich auch etwas im Gehirn dann verändert. Gehirnwellen verändern sich. Wenn man noch tiefer in Klangreisen geht zum Beispiel, dann gibt es noch ganz andere Veränderungen, wenn man speziell auf eine einzelne Person sich konzentriert mit Klängen. Dann geht man auf eine gewisse zum Beispiel Reise, so wie nachts im Schlaf. Wir sind ja da, aber trotzdem, unser Körper geht irgendwo hin. Manchmal kommen wir wieder zurück und sagen, oh wow, ich war irgendwie, bin auf eine Reise gegangen. Und das können wir mit Klängen sehr schnell erzeugen. Und so habe ich dann ein Klangensemble gegründet, wo ich das führe, das dirigiere, mit Gesang und Poesie. Und mit Klängen und nicht nur mit Klangschalen, sondern es gibt unzählige schöne Klanginstrumente, die dann halt eingesetzt werden. Und mit Tänzerinnen, mit LED, sodass das Ganze praktisch eine Mysteriumreise wird, wo ich die Menschen und das Publikum, die Kinder, die Erwachsenen mitnehme, irgendwohin. Und der Klang ist ja universell. Das ist nicht dogmatisch, sondern wir erleben es. Wir erleben es sofort und spüren es, gehen in Resonanz damit. Und das ist das, wo ich merke halt, dass die Menschen ein sehr, sehr starkes Bedürfnis danach haben, in diese Stille, was du halt ja auch angesprochen hast. Die Stille ist ja immer da. Ist nur die Frage, ob wir ihr, der Stille, auch die Aufmerksamkeit geben. Also dieses mal bewusst vielleicht einen physiologischen Seufzer machen. Wow. Ah. Und erst dann vielleicht reagieren, weil uns jemand im Autoverkehr geschnitten hat. Ja. Und das gebe ich zum Beispiel in den Trainings, in den Unternehmen, dass die Menschen wieder in das Fühlen kommen. Also dieses, ja, das ist so, was der Klang in dem Orchester bei den Klangsternen halt da erlebbar ist. Und natürlich dann noch mit bisschen Tanz und LED-Kostüm und Drachen ist natürlich dann auch eine Show und das ist auch ein bisschen unterhaltsam. Nun hast du in deinem Leben ja schon eine ganze abenteuerliche Reise durchgemacht, kann man sagen. Und Erkenntnis kommt aus Erleben. Wenn du heute, ich kann mich erinnern, einen tollen Brief, den ich gelesen habe von Richard Branson, der an sein jüngeres Ich geschrieben hat. Wenn du heute deinem jüngeren Ich begegnen würdest und ihm Ratschläge geben würdest, welche Ratschläge wären es, die du dem jüngeren Ich geben würdest? Gut, Ratschlag, das ist immer so Naja, Rat und Schlag. ja, okay. So, Wenn wir ein anderes Wort dafür finden, welche Erkenntnis würdest du ihm übermitteln? also auf welche Erkenntnis? Also ich kann ja immer nur aus meiner Sicht. Genau. Also das heißt,
Das ist ja auch eins meiner Keynotes oder eins meiner Rede. Never give up. Okay. Ja, also das heißt, egal was passiert, nicht aufgeben. Das heißt, aufstehen. Ne, und Fußball sagt, aufstehen, Mund abputzen, weiter geht's. Ja, das Ja, ist nur ein auf bisschen den Pole krass. richten und dann So, gehen. ja, also dieses Ja, ja, ja. im Kontext auf mich, sondern an sich zu glauben. Das heißt, alles, wir wissen ja, ist, Geist ist über Materie, eins der hermetischen Gesetze. Das heißt, alles, was wir im Außen ja sehen, war ja vorher mal beim Menschen im Geist. Also das heißt, das Auto, das Flugzeug war irgendwie mal bei jemandem im Gehirn. Und dann hat er das umgesetzt. Und der Glaube, ja, und das ist, würde ich noch sagen, ist davor. Also der Glaube an sich selbst, der Glaube, und sich da nicht reinzureden. Ja, Raja, also jetzt nach der Hirnblutung und so, mach doch dann vielleicht mal, irgendwie werde doch Sachbearbeiter oder so. Ja, so. Sehe ich dich überhaupt nicht. Ja, und sondern folge und das auch wieder, folge deinem Herzen. Hör auf das Herz. Das Herz hat immer recht. Davon sind ja sehr, sehr viele Menschen abgeschnitten. Und da kommen wir wieder zurück zum Fühlen, also die Verbindung zu sich selbst. Die innere Stimme lügt nie. Ja, beim Verkauf. Ja, wollen Sie sich ein Haus kaufen? Ja, ich muss nochmal mit meiner Frau darüber sprechen. Nee, man geht nochmal zurück, man schläft eine Nacht drüber, man hört auf sein Bauchgefühl. Ja, ist super, gefällt uns. Oder nee, irgendetwas ist so. Und wenn wir da wieder hinkommen, also in dieses Fühlen, in dieses Vertrauen an sich, dann ist eigentlich, dass man sehr, sehr viel schaffen kann. Also das steht vor allem. So, Vertrauen und der Glaube. So, und dann kann man sehr, sehr viel erreichen und auch machen. Und es geht ja nicht darum, irgendwie gleich 5 Millionen zu verdienen, sondern die Menschen kommen ja zu mir und sagen, Ratscha, du strahlst irgendwie, bist irgendwie glücklich. Ja, weil ich das mache, was im Herzen ist. Und das spüren Menschen. Das weiß man, man kann das sehen, gibt es ja Studien dafür. Irgendwas strahlt eine Person aus, aber man weiß ja nicht. Ja, weil sie kohärent ist mit dem Herzen und der Tätigkeit, die der Mensch tut. Und darauf hören ja viele nicht. Ja, gibt es ja wieder 80 oder 85% machen eine Tätigkeit, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben. So, Nun hat und sich das ist in eine den letzten, Entscheidung. nun hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Schlagwort bewegt uns, Work-Life-Balance. Wobei ich sagen muss, ich halte das gar nicht für so ein tolles, weil Work ist ja Teil des Life, also wieso Work-Life-Balance? Aber greifen wir das mal auf. Viele sagen, ja, also auf der Arbeit ist das eine und aber ich will auch noch leben. Welche Tipps würdest du Menschen geben, um einen ausgeglichenes Leben zu führen, nicht nur diese Work-Life-Balance, sondern ein ausgeglichenes Leben zu führen. Was könntest du ihnen raten? Das kann ich Ihnen raten. Da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Ne? Einige haben das von Natur aus schon, weil sie aus einem gesunden familiären Umfeld kommen. Dort ist Liebe gewesen. Das heißt, die wissen zum Beispiel schon und weil sie es auch vorgelebt bekommen. Aber nicht umdestotrotz gibt es ja ganz viele Menschen, die ja ausbrennen, krank sind. Und da ist es, weil sie erstmal haben sie nicht auf sich selbst gehört. Sie sind irgendwelchen Mustern gefolgt, die sie aufgedrückt bekommen haben oder etwas andere Leute glücklich gemacht haben. Es ist ja auf jeden Fall ganz wichtig, sich einen Anker zu suchen. Bei einem ist es zum Beispiel die Familie. Ja, also dort kommen sie runter, dort, ja, aber sie sorgen dann auch schon für sich, dass sie ihren Ruhepol auch haben. Sie grenzen sich ab, haben dieses Family First. So, Family First, aber jetzt nicht in Form von, ja, ich muss für alles sorgen, sondern
sich mit der Familie auch wirklich zu verbinden, sonntags was zu unternehmen, sich Ruhepole zu sorgen und sich aufzutanken. Also dieses in Form von in dieser Work-Life-Balance, also dieses Work, also nicht nur arbeiten. Viele Menschen, die arbeiten, sind gehen dann in Rente und dann merkt man, oh, ich bin ja nicht mehr der Abteilungsleiter und dann, ja, was kommt Das dann Leben eigentlich? macht wenig Sinn dann noch, So, ne? genau. Und da ist es also auf jeden Fall auch wieder einen Sinn zu finden. Was gibt mir Sinn? Ja, und in die Entspannung, also dieses, wo ist mein Sinn? Wo finde ich den Anker für die Entspannung? Und das heißt ja nicht, irgendwie Yoga, Füße in deinen Kopf, im Schneidersitz irgendwo zu meditieren. Ja, Meditation ist sehr kraftvoll, deswegen kommt sie auch immer mehr in den Zeitgeist, in die heutige Zeit. Aber geh doch einfach mal einmal die Woche und schotte dich ab für ein paar Stunden. Es gibt doch Terminplaner. Alles wird heutzutage geplant, minutiös. Aber wo bleibt denn die eigene Person, das eigentliche Ich? Und da ist, schaffe dir einen Zeitraum für dich in der Woche. Nur für dich, wo du eine Verabredung mit dir selbst hast. Gehst da in die Sauna, gehst da an den Strand, gehst in den Wald, meinetwegen geh in den Keller und züchte Fische und schau 3 Stunden ins Aquarium. Putz das Aquarium. Verbinde dich mit etwas über das Herz, wo du für dich in deine Ruhe kommst, wo du dich wieder auftanken kannst. Na, wenn wir praktisch ja hier immer unser Handy haben, ja, und auf einmal ist der Akku im Keller. Ja, das ist genauso wie mit unserem Energiesystem. Wo kann ich wieder Energie tanken? Mich aufladen praktisch. Wo gibt es Ressourcen, Möglichkeiten? Das ist für jeden unterschiedlich. Jetzt nicht irgendwie, ja, mach Yoga, sondern hey, du gehst gerne wandern. Und in der Natur, in den Bergen, schaust du über die Weite und wow, gehst in die Lünebecker Heide und findest diese Stille, diese Ruhe, die dort herrscht. Also sich wieder nach innen gehen, weil das Leben entwickelt sich ja von innen heraus nach außen und nicht von außen nach innen. Wir sind ja alle irgendwann mal auf die Welt gekommen. Und da wieder mal ein Verständnis zu bekommen, okay, was ist es? Ja, wenn die Menschen zu mir kommen, dann, ja, wie ist es? Du machst gerne irgendwie Sport? Ja, was ist es? Muss ja nicht Marathon laufen. Das kann ja auch Taekwondo sein, Kann auch Taekwondo, genau. Ist auch ein guter Kanal. Und für einige ist es dann halt auch wichtig, so etwas zu tun. Nur ne? aus meiner Sicht ist, dass die Leute sich selbst vergessen. Sie opfern sich für das Außen. Und da kommen wir dann wieder in dieses höher, schneller, weiter, Udo. Dieses, ich schaffe was bis 50 oder 55, mache so viel Raubbau an meinem Körper, so viel Raubbau, opfer mich, haben Rückenschmerzen, psychische Erkrankungen, Organerkrankungen. Und dann haben sie ihr Haus, haben sie ihr Auto, haben sie ihren Campingplatz, haben sie ihre Ferienwohnung und auf einmal macht der Körper nicht mehr mit. Aber was ist denn die größte Ressource, die der Mensch hat? Das ist ja nur die Gesundheit. Ja, und dann kommt auf einmal, oh ja, ich muss ja zum Arzt, ich muss ja Tablette nehmen, ich habe Operation. Und dann identifizieren sie sich nur noch über ihre Krankheit. Ja, in so alten Männerrunden. Ja. Ja, Herr es Udo. sind nicht nur alte Männerrunden, es sind auch alte Frauenrunden. Ich Genau. weiß jetzt, wenn du, komm ja aus dem medizinischen Bereich und du gehst dann in die Praxis und es ist unglaublich, wie viel sich Menschen über Krankheiten unterhalten können. Sagenhaft. Da ist dieses verkehrt, da ist jenes verkehrt, alles ist fürchterlich. Früher haben wir uns über andere Themen unterhalten und je älter die Menschen werden, umso mehr kommen wir in die Leidensgeschichte hinein. Vielleicht ist das auch eher ein deutsches Thema. Zum Abschluss noch eine Frage, mal Ja, ganz und eins kurz. habe ich noch. Ja, Entschuldige, bitte. Bruder.
Dann kommen wir in die Leidensgeschichte. Und wo schieben Sie dann die Verantwortung hin? Nicht zu sich. Richtig. Sie geben es wieder ab. Sie geben es wieder ab. Und die Veränderung kann immer nur aus dir selbst herauskommen. Immer nur aus dir selbst heraus. Und da hat jeder Mensch die Chance. Kann jeden Tag in die Veränderung gehen. Jeden Tag kann ich entscheiden, brauche ich die Zigarette? Brauche ich sie nicht? Sitze ich weiter auf der Couch? Mache ich keinen Sport? Ernähre ich mich weiter ungesund? Ja, aber dann beschwer dich nicht. Da hast du recht. Dann meckere nicht rum nachher. Genau. Zum Abschluss noch mal eine Frage, da komme ich jetzt noch mal. Wenn du mal in die Zukunft schaust und sagst, was ist so deine Vision für dein persönliches Leben für die nächsten Jahre? Was möchtest du gerne erreichen? Hast du da noch Zielvorstellungen, wo du sagst, also das ist das, was ich gerne noch mit mir, mit anderen Menschen machen möchte? Ja, also was ich gerne für mich machen möchte, ist definitiv mit Raja größere Bühnen, mehr Menschen zu erreichen, in praktisch in ein Feld, in ein kollektives Feld zu gehen, wo Menschen diese Erfahrung auch im Größeren machen. Also das heißt, dass die Kraft des kollektiven Feldes größer wird und Menschen das Erfahren, wie wichtig doch das Thema der die Entspannung ist und das Erleben und weiterhin gesund zu bleiben, das Leben genießen zu dürfen, in Freude, in Fülle, in Liebe und sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen und weiter an der Vision zu arbeiten, dass das doch mehr und mehr auch die Wirklichkeit wird. Lieber Ratschweig, ich danke dir sehr für diese wertvollen Tipps und Erkenntnisse, die du uns gegeben hast. Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung bei der Nacht der Redner. Danke, Dion. Musik